Riful Goldwasser in der Reintiker Gast und mit Vergnügen, weil ich mit ihm Mamschig sein in der Schmies, was er sich umgeben, schon mit Juren lang zurück. Oho, danke, Emes, ja. Aber du hast du mit was zu sagen? Ja. In unser Räulem wird du was zu hören. Es geht im Kolba grüßig dich in unser Studio. Ein schönen Dank. Und danke, meine erste Frage wird sein, was ist geschehen in der kurzen Zeit, was wir um sich letztens gesehen du? Wir sind gewesen, du etliche Menschen in ob Marim gerät die Premiere von Warten auf Godot. Ja. Ist mir eben nun aufzuzählen, was ist weiter? Ja, ich darf ich sagen, dass vor dem, was ich bin gekommen, dort zu spielen Godot mit die Chevre, ob ich verändigt dem jüdischen Sommerkurs, was wir machen in Straßburg jede drei Jahre. Und es ist gewesen ein größeres Loch. Es sind gewesen mehr als 60 Menschen. Und das Programm ist durchgegangen wunderbar. Es sind gewesen erstens die Studien und nach kurzem ist gewesen ein ganzer kultureller Programm, ein artistischer. Es ist alles durchgegangen sehr schön. Und Punkt nachdem bin ich gekommen, spielen Godot mit dem New Yiddish Rap Theater, was für Ton David Mandelbaum. Bald nachdem hat man uns eingeladen zu spielen in einem Festival, vom Beckett Festival in Irland, was 40 Jahre in Enniskillen, was wir am Tag gespielt haben. Zwischen wie viel Theaters andere? Sie gewesen noch eine Produktion von Godot, eine französische. Sie gewesen eine Produktion, eine Solo-Produktion von Deutschland, sehr ein guter Akteur, ein wunderbarer Akteur. Und noch zwei, drei Sachen. Und kleinschicke Sachen. Es ist nicht sehr ein größeres Festival, aber wie soll es nicht sein, ist er der einzige Festival gewidmet Becketten. Dort ist nicht gewesen, kein ein und einziger Jid. Beim Publikum meine ich. In alles hat man verstanden. Und man versteht alles. Also, von dem Moment, als ich eine Übersetzung darf man nicht trachten wegen dem. Es kann sein auf Japanisch, auf Englisch, auf. Wo soll man nicht sagen, Sprache? Und ob es interessant ist, du ein Publikum und auf jeder Sprache. Auf jeder Sprache. Heutzutage ist nicht das ein Problem. Und ob wir reden schon wegen Godot und wegen der Pjäse, in zu verändigen, das ist dann jetzt der Kirchen euch verbinden mit dem? Ja, sicher, sicher. Jetzt spielen wir in einem irländischen Festival hier in New York. Wir gehen schon jemand verändigen, das sind die letzte Woche. Wir spielen noch viermal. Und euch da, ob wir noch einmal bekommen, gibt es Kritiken. Und das Publikum noch einmal sagt, dass die Pjäse hat sich verbessert und wunderbar. Die Reaktion ist eine unglaubliche. Geht es mit Godot mir verändigt, und was weiter? Was weiter ist, jetzt vor ich heim, ich habe organisiert, das mal etwas, was ich bin nicht auf der Bühne, aber ich habe organisiert ein Kino Klezmer Konzert, das heißt mit dem Film, mit dem stummen Film von Michaelsen von 1925, die jüdische Glicken, basiert auf Menachem Mendel von Sholem Aleichem, was ist ein wunderbarer Film, wegen Michaels darf ich gar nicht sagen, wer er ist gewesen, wunderbar. Aber der Film allein ist sehr schön. Und das wird sein mit vier Klezmorim, zwischen sie, meine Tochter, die spielt Klarinett. Und wir werden es spielen ein paar Mal. Wir haben in Straßburg, nachdem wir in Paris, Nancy, Grenoble und Brüssel. Und ich hoffe, dass das wird gehen weiter. Das ist ein Neuftu, ein jüdischer Neuftu, aber ohne keine jüdische Sprache. Der Film ist ein stummer Film. Ein stummer Film, ja. Aber sie ist mamesch jüdische Kultur. Seien ich da in New York, habe ich geredet mit Brian Wassermann, was gerät zu der erste jüdische Theaterfestival. Und ich will dort spielen eine Pjäse von Danny Horowitz, ein Israeldiker, was ich aber mal gespielt auf Jiddisch, was heißt Vetter Arthur, was erzählt wegen gerade Wetter von Auschwitz,
was der zählt am meisten. Und die Problematik, die ekelige Problematik ist, als der Mensch der zählt am meisten und er sieht und er versteht, als keiner versteht ihn nicht. Aber er muss es herausreden. Sie sehr das ist wie bei Shalom Aleichem, hört mich aus. Ja, hört mich aus und keiner hört nicht. Nachdem geht spielen in einem israelischen Festival, was Atzmon gerät zu. Dort werde ich spielen Agilgel von Anigen, weil der Festival ist gewidmet Peretzen. Ich habe auch gemacht, schon vor November 2015 zu spielen eine neue Version von einer Geschichte von Bashevis Singer. Auf Jiddisch, mit einer Adaptation, die ich auch gemacht habe, was ich schon gespielt habe, auf Französisch, dort in Straßburg. Aber ich habe es gewollt, Tage spielen auf Jiddisch, und so wird es Tage sein. Es ist eine wunderbare Sache, mit sehr schöner Videobegleitung, was mein Haverte Mariette hat gemacht von dem. Das ist eine ernste Sache, der Scheuche, du kannst auch die Erzählung, sehr, ja. Sehr eine ernste Erzählung, eine tragische Erzählung. Was redet wegen Vegetarianismus, wie Bashevis ist gewesen. Und das gehe ich spielen im November 2015 in All Stars Castillo, was hat uns verbeten zu spielen Godot. Und dort hoffen wir, dass die Verbindung mit sie verstehen, dass sie tun eine große Sache, als sie geben ein Wort, die Administration von dem Theater. Ja, die Administration und die Anführers von dem Theater, was sie verstehen, also das ist sehr wichtig. Lassen wir hoffen, dass ob die Schei kommt nicht von Eden, weil sie kommen nicht von Eden. Ja, so ist es. Also Refula, Dank der Größen. Schönen Dank. Die ist sehr interessant erzählt und die ist sehr interessant in tiefe Planer. Ja. Sie haben es leer. Ja, schönen Dank. Soll der fiedeln? Ja, es wird fiedeln. Danke.